Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Kurz vor der Fabrik, wo vermutlich die künstlichen Klingen hergestellt werden, wo wir ja schon mit Layla Erfahrungen gemacht haben, die überhaupt nicht so schwer, also die viel schwerer war als alle anderen Gegner. Danach kam ja noch Morak. Oh, was ist denn hier? Eine Schalltafel. Moment, ich muss erstmal kurz meine Charaktere überprüfen. Habe ich denn die Waffe von Vale modifiziert? Ja, zur Brecherlanze anscheinend. Das muss anscheinend der Eisensplitter gewesen sein, ja. Könnte ich bei Mitra noch irgendwie das Schwert verbessern? Nee, ich glaube, da habe ich schon das Beste drin. Ich könnte die Crit-Harte noch ein bisschen hochmachen, aber das braucht man ja nun nicht unbedingt. Ich glaube, ich sollte Rock ein bisschen verbessern. Aber was mich da ein bisschen stört, ich kann mit ihm nicht schleudern, zumindest. Keine Ahnung, ich habe nur Schmettern, aber Schleudern hatte ja, wie hieß er, Vantam immer eingesetzt, ich verstehe es nicht. Ist egal. Gut, lassen wir es jetzt einfach erstmal so, wie es ist. Und betätigen die Schalltafel. Oh, eine Leiter. Wunderbar. Wir werden uns da jetzt reinschleichen und dann alles aufdecken und... Weiß nicht, ich glaube nicht, dass Bana uns was entgegenzusetzen hat. Ich meine, was soll er denn machen? Soll er sich auf uns draufsetzen? Ich weiß es nicht. Wo geht's denn hier rein? Hier geht's anscheinend nicht rein. Hä? Aber hier ist hier nicht offen. Doch. Oh. Ich konnte einfach durchs Fenster springen. Und jetzt ist die Tür offen. Das ist super. Ich dachte eigentlich, direkt hier hinter der Tür wäre die Produktionshalle von den künstlichen Klingen. Aber anscheinend ist es doch noch ein Weg. Mist, ich wollte da hoch noch. Ah, hier ist eine Leiter. Von hier aus kommen wir ganz leicht dahin. Ja. Die Sammelitems werden natürlich alle runterfallen. Wie ich das jetzt gerade prophezeit habe, ist es auch passiert. Und wir können nochmal nach oben gehen, denn irgendwie war da oben noch was? Ja, hier der Ventilator. Gewalteinsätze aktiviert. Sehr schön. Aber hier unten ging es doch auch weiter. Nee, hier ist zu. Gut. Dann war das jetzt völlig unnötig, dass ich da runtergesprungen bin. Tut mir leid, wir klettern gleich wieder hoch und machen weiter. Hier müssen wir jetzt durch. Das ist schon wirklich ziemlich genauso detektivisch. Du musst einfach so durch ab... Oh, es geht... Cutscene! Da hat der Opa wieder den richtigen Riecher. Vielleicht sind das seine Titansinne. Auf jeden Fall, was ist denn das da? Die haben hier, das sind doch diese Trutans. Sowas halten die sich hier als Wachen? Angriff! Bleib endlich stehen! Leckt das gerade ein bisschen? Ich finde, das leckt gerade ein bisschen. Ja, was ist denn das? Warum rennt denn der jetzt weg?
Und warum sind wir so langsam? Toll. Jetzt zieht ja wieder hier mehr Leute an. Ich meine, guckt mal, der ist kein Problem. Den machen wir jetzt schnell fertig. Und dann hat sich das. Bitte gehen aber alle auf eins. Greifen sowieso gerade alle... Den greife ich gerade an. Den da hinten. Na super. Das ist wieder so ein übelst nerviges Vieh. Hä? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, wie langsam Rex einfach nur ist. So, jetzt ist der erste besiegt. Jetzt wird das hoffentlich hier ein bisschen einfacher. Und ich weiß auch gerade echt nicht, warum es so leckt. Ja, schwanken jetzt, Tora. Umwerfen. Ja, das Vieh ist alle, das ist kein Problem. Die haben alle schon Fähigkeiten voll, ich noch nicht. Das ist doch. So umgeworfen und Gravitation eingesetzt. Verdammt, jetzt müsste ich auf Mitra wechseln. Oh, der Rückschlag. Nee, Schwertschlag heißt es ja hier. Wir haben wieder einen Magnetsplitter. Die Magnetsplitter, das sind diese übelst OPen und jetzt leckt es auch nicht mehr. Schön, endlich haben wir es hingekriegt. Oh, ein Riesenhornkäfer. Was ist denn? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Da ist ein Item versunken in den Kisten. Ich meine, das ist nur ein normales Item, da will ich mich mal jetzt nicht drüber aufregen. Aber es hätte genauso mit dem sehr seltenen Item basieren können. Ich nehme mal Rock ein bisschen. Und immer weiter. Kurz weg. Wieder da. Es geht weiter. Jetzt hüpfen wir wieder durch den Ventilatorschacht und suchen weiter da. Unten waren ja auch ganz viele Noppons, ne? Also, der hat hier sich schon seine Fabrik aufgebaut und auch Arbeiter dazu genommen. Und wieder Cutscene. これ以上生産が遅れたら博士の命も保証できないぞ。神経先人の負荷を2割カットするも、その方が生産性は向上するも。最初から素直になれ。あの人もしかして、ん、え、お前はドラなのかも。 立てぞ父ちゃんかも。ドラ。父ちゃん。会いたかったもん。私もだもん。ドラ、よかったな。 ありがとう。この方々はトラのお友達、あ、じゃなくてお友達も。そうか、こんなところまでいい友人を持ったも。この人工ブレイドは花だも。キクの設計図を改良してトラが作ったも。 おお、これは素晴らしい。トラ、精進したも。皆さん、積もるお話もあるでしょうが、今はまず脱出を。
そうはいきませんも。ムイムイさん、まさかあんた。おやおや、気づいてなかったんですかも。あなた方をここへ誘い込むため、わざと情報を流したんですも。そうでなければここの場所が簡単にわかるわけありませんも。お前、許さないも。ご主人、マジで怒ってますも。 その人工ブレイドを手に入れる機会を待ってましたも。さあ、やっておしまいですも。Habt ihr gesehen? Toras Papa ist gerade genauso weggerannt wie Tatsu immer in Xenoblade Chronicles X. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was der mit Drutans hier gegen uns ausrichten will. Und das war ja eine rührende Cutscene. Also ich hätte fast geweint, als die sich wieder... Also es war ja... Es war wirklich rührend. Und... Mike war natürlich wirklich die absolute Tsundere. Genau so wie in jedem Anime gezeigt. Genau so... Genau so ist sie. Schwanken jetzt um, werfen Tora. Super Sache, bitte alle wieder auf 1. Und jetzt kann ich gleich mal Gravitation einsetzen. Ach nee, Gravitation wollte ich nicht einsetzen. So ein Mist. Tora muss hier ziemlich viel umwerfen. Es geht wirklich schnell, die Viecher sind kein Problem mehr, das ist so cool. Na gut, die sind Level 29, also 6 Level, 7 Level drüber. Stimmt, wir haben ein Level gegen die einäugige Schlange bekommen. Und das war's auch. Nee, oben ist noch einer. Da hat sich doch echt einer da hoch zurückgezogen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt machen wir mal die. Was ist gerade passiert? Ja, auf jeden Fall war er umgeworfen und irgendwie gerade alle. War auf jeden Fall cool am Gewollen. いろいろ答えてもらうよ。あんたたち、ここで何をやってたんだい？商売ですも。エーテルロと人工ブレイドを量産して欲しがってる奴らに売りつけてたんですも。私は脅され量産に協力させられていたんだも。父ちゃん、その上今度は花を欲しがるとは。 欲を書いたもんじゃのう。私には分かったんですも。そいつには先祖博士が残したエーテルロが組み込まれてますも。だから、その通りも。あれは私にも再現できない父の最高傑作だも。で、帝都じゃ具合が悪いからってここにおびき出したってわけだ。 はいですも。こいつは最初から人工ブレイドを狙う一味だったも。父の助手でありながら情報を紹介のあの男に売り研究所を襲わせたんだも。じゃあじいちゃんが殺されたのはこいつのせいなのかも。その通りも。紹介のあの男って、 もしかしてあんたに命令してたのは。そう、俺だも。パンスマ！まったくお前は爪が甘々だも。せっかくおびき寄せることができたのに捕まえ損なうなんても。申し訳ありませんも。だが許してやるも。 人工ブレイドだけでなく、天の聖杯までやってきたんだからも。
先祖博士のエーテルルを手に入れて、さらに完璧となった人工ブレイドの予算で大儲け。さらにさらに天の聖杯を売り払って大儲け。これで柔らかきのこった飴放題だも。会長、あんたこんなひどいことするやつだったなんて。 お前こそいい仕事いろいろ回してやったのに恩知らずだも。で、天の聖杯は誰に売り払うつもりなのさ。やっぱりイーラ。なんでイーラを知ってるも。って、よく見たらお前、イーラのドライバーだも。なんでこんなところにいるも。エーテルの1000個なら外の船に積んでるも。え、 そっちの取引相手もイーラなの？よくわからないけど、みんな黙らせてしまえばいいも。聞く、やってしまえも。任務了解。戦闘開始。トラ、あいつを破壊してくれも。ムイムイに改造されて、もう私の言葉すら届かないも。父ちゃん、 Also rein logisch würde ich sagen, dass wir sie locker fertig machen. Wir haben die Elfis und eine bessere künstliche Klinge. Aber es ist Layla. Die hat uns schon mal ziemliche Probleme bereitet. Momentan ist sie aber nicht stärker geworden und wir haben Nia im Team. Muss aber jetzt erstmal leider die Klinge wechseln, denn Rock kann hier nicht viel machen, das ist wirklich wahr. Diese Hiebe nach unten sind wahrscheinlich die Finale, genau. Und dann kann ich hier nämlich das einsetzen. Und dann machen wir gleich mal einen Windstoß. Und jetzt haben wir wieder keinen Anschluss, den wir machen können. Doch, hab ich's. Wenn ich die 2 hinkriege, kann Tora die 3 machen. Das probieren wir jetzt mal. Dann habe ich leider keine, habe ich Mia leider nicht mit in die Kette eingebunden. Verdammt, jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Muss noch einmal angreifen. Ich hab's noch geschafft. Jetzt muss man nur noch auf Tora warten und dann kann Tora richtig. Ja, kann er. Die hat, glaube ich, gerade genau richtig die Unbesiegbarkeit aktiviert. Und somit haben wir keinen Schaden gemacht. Ist das nicht super? Wenn wir jetzt noch auf Mia warten, können wir vielleicht die 3. Dunkelheitstechnik einsetzen. Also die kriege ich nämlich voll. So, Mia, mach dein Ding. Krass. Oh, das war guter Schaden. Und jetzt hat sie die Stein weg. Was ist passiert? Moment mal, wenn ich jetzt... Ich probiere mal eine Angriffskette. Und zwar mit Rock. Ich weiß gerade nicht genau, was ich mache, deswegen bin ich gerade ein bisschen still.
だまだ。光、終わりにしましょう。あいつどこ行くですの。ニア、頼む。任せときなって。ワイルドロア。Was mache ich denn gerade? Kann mir das mal jemand erklären? Wir haben 168.000 Schaden gemacht. Ich bin still. Ich bin still. 完全には起動していない。ならば初期型から改造されたトークの方が出力は上。出力とかそういう問題じゃないですよ。花のご主人が負けるなと言ったんですもん。だから花は勝つ。ただそれだけですもん。理解不能。だからお前はポンコツなんですよ。やるも花、あと一撃でお前の勝ちだもん。ちょ、待ってくれも。すまん、トラ。こいつは私の言うことを聞かない悪魔の兵器に改造されてしまったも。だがそれでも先祖は父さんの形見であり私の夢なんだも。理解不能。何やってるも。お前なんて壊れても構わないも。相打ちになってでもエーテルロを奪えも。私はもう奴の命令に従うんじゃないも。聞く。早くやれも。私のご主人様は、私のご主人様は先蔵博士と盾蔵博士です。もなに、制御装置を自分で破壊したもん。桃、よく頑張りましたも、姉様。花、聞く。こんなはずでは。パン様、さくらの軌道はどうなってるも。いつでも行けますも。よし、行くも。わかりましたも。Was war denn das bitte für eine coole Cutscene? Also der Kampf zwischen Layla und Poppy, der war ja sowas von episch. Ich habe letztens Asura Crying geguckt und der Endkampf war auch ziemlich cool. Das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Vielleicht auch nur, weil es der letzte Anime war. Aber egal. So, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ja, ist alles okay. Es war ja
Also super, auch der Kampf einfach mal so 138.000 Schaden gemacht. Ich habe ehrlich nicht ganz begriffen, was passiert ist. Ist von anderer Seite abgeschlossen, da muss ich irgendwo anders lang. Also richtig cool, und wie Layla sich von ihrem Joch befreit hat, richtig, richtig cool. Hier geht's weiter anscheinend. Weg zum Äther-Kontrollraum. Auch von der... alles ist hier von der anderen Seite abgeschlossen. Alles! Was ist hier nur los? Ich muss erstmal die Klinge wechseln. Genau, nehmen wir wieder Vale. Oh, hier ist mal was offen. Ups. Cool. Super Sache. Talent unzureichend. Ich habe weder Durchhaltevermögen... noch das andere, was ich gerade jetzt nicht mehr gesehen habe. Hier ist ein Sammelpunkt. Die Gegner können wir ja eigentlich einfach außer Acht lassen. Ich muss aber noch mal kurz hoch. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Ja, mit einem Schlüssel. Na gut, komm, dann machen wir die schnell fertig. Die lassen vielleicht auch den Schlüssel fallen, den wir brauchen. Der eine will gar nicht kämpfen können, steht einfach da. Wir sind jetzt halt wirklich nur Nia und Rex. Es ist ein bisschen gefährlich. Verfehlt, ja genau, was soll's? Muss lieber auf Pyra wechseln. Aber das ist doch nicht wahr. Denn ich glaube, Pyra ist da einfach stärker. Sie hat ja so eine Power mit den ganzen Splittern und so, und der Schwertschlag hier, wie viel Schaden der macht. So, und jetzt ist noch irgendwo wieder ein Magnetsplitter. Ja, wo ist denn jetzt der andere Gegner hin? Der ist ganz da unten, was sonst? So, ja, das war jetzt die Stufe 3 Fähigkeit halt dummerweise. Ich kann auch hier gerade nicht den Rückschlag einsetzen, weil halt nicht Nia gefokust wird. So, und da ist der Äther-Tankschlüssel. Genau den haben wir gesucht. Schnell nochmal nach oben und gucken, was wir damit ausrichten können. Ah, das dient dazu, eine Brücke zu machen, die wir jetzt hier nutzen können. Ich meine, selbst wenn wir jetzt noch da runter können, den Rest der Anlage können wir uns auch mal wann anders angucken. Ich meine, man kann sogar immer noch in Torigod auf das Schiff drauf. Dann wird man sich ja wohl auch die Anlage nochmal angucken können. Aber ich würde sagen, ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss, Cliffhanger, Leute. Und das nächste Mal verfolgen wir dann weiter Bana und Mui Mui und bringen sie wahrscheinlich nicht zur Strecke. Also in dem Spiel gibt es keinen Tod. Es wird immer nur besiegt. Das ist wie bei One Piece, finde ich aber gar nicht so schlimm, obwohl es manche Leute immer echt verdienen, sowas wie Bana halt schon. Naja, ist eigentlich auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein.